Oh, kannst du damit vielleicht mal aufhören? Ich will schlafen. Womit soll ich aufhören? Mit dem Geblätter. Im Zuleger ist mir gar nicht aufgefallen. Immer noch zu laut? Wenn du willst, kann ich auch nach unten gehen und dort weiterlesen. Lass nur. Entschuldige, ich wollte dich nicht so anfahren eben. Ist nicht so schlimm, manchmal nerven einen eben Kleinigkeiten. Ich wünschte, wir wären noch in unserer Waldhütte. War alles so einfach. Wir hätten einfach da bleiben sollen. Ja, es war schön, aber wir können uns nicht vor dem Leben verstecken. Nein, das können wir nicht. Ich bin fertig. Ich fürchte, ich kann trotzdem nicht schlafen. Ich gehe noch mal in den Park, ein bisschen frische Luft schnappen. Vielleicht hilft es. Und? Ist dein Buch gut? Mhm. Es wird gerade richtig spannend. Und deins? So gut, wie ein Buch über Führungsstile eben sein kann. Musst du sowas überhaupt noch lesen? Schaden kann's ja nicht. Übernachtet Heiko heute hier? Ich denke schon. Was? Ich kann diesen Heiko mittlerweile ganz gut leiden. Er ist ein Macher. Ist das so? Ja, aber trotzdem kann ich mich nur schwer daran gewöhnen, dass er hier bei Sophia übernachtet. Alexander. Ja, ich weiß, ich mache mich lächerlich, aber ich kann nun mal nicht raus aus meiner Haut. Das musst du doch auch gar nicht. Ich glaube, du machst es dir schwerer als nötig. Heiko hat einen guten Einfluss auf unser Nesthäkchen. So, wie denn das? Ihre Schulnoten haben sich deutlich verbessert. Ach. Ja, du wirst es kaum glauben, aber letzte Woche hatte sie sogar eine Eins in Mathe. Sophia hatte eine Eins in Mathe? Das glaube ich nicht. Das kannst du ruhig glauben. Seltsam. Ich hätte wetten können, dass sie durch ihn zu nichts mehr kommt und in der Schule eher schlechter als besser wird. So kann man sich eben irren. Wenn man geliebt wird und glücklich ist, dann fällt einem alles leichter. Sogar das Lernen. Wahrscheinlich hast du recht. Ärgere ich mich bloß so, dass Oliver gesagt hat, ich soll seinen Bruder heiraten. Gönnt er es mir wirklich? Oder will er mich in die gleiche Hölle schicken, in der er lebt? Eine trostlose Ehe ohne die große Liebe. Ja. Ja, ich komme ja schon. Hey, na? Ist was passiert? Nein, ich konnte nur nicht schlafen. Ich hab oben bei euch Licht gesehen. Wollte einfach nur mit jemandem reden. Komm rein. Willst du noch was trinken? Ja, ein Wasser wäre toll. Und? Was bedrückt dich? Ach, ich weiß es nicht. Irgendwas muss doch vorgefallen sein. Sonst würdest du doch nicht mitten in der Nacht hier aufkreuzen. Ich habe in Heikos Laden zufällig Bianca getroffen und irgendwie war ich nicht darauf vorbereitet. Und? Naja, ich habe ihr geraten, Pascal zu heiraten. Wieso das denn? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, ich habe mich plötzlich einfach nur diese Worte sagen hören. Wie hat Bianca reagiert? Gar nicht. Sie hat mich gefragt, wie die Hochzeitsreise war und ist gegangen. Und willst du denn wirklich, dass Bianca Pascal heiratet? Ich hoffe, dass sie mit ihm glücklich wird. Das glaube ich dir nicht. Es ist aber so. Oder besser gesagt, was habe ich für eine andere Wahl?
Hast du geweint? Nein, wieso? Ich weiß nicht, du hast gerötete Augen. Mir geht's gut. Ich habe nur schlecht geschlafen. Ich habe bei Markus angerufen. Und? War nur die Mailbox dran. Aber diesmal habe ich drauf gesprochen. Warum erzählst du mir das erst jetzt? Ich kam mir blöd vor. Er haut ab und ich renne ihm auch noch hinterher. Hat er dich zurückgerufen? Nein. Es tut mir leid. Ich werde Markus wohl nie wiedersehen. Das stimmt doch nicht. Du weißt doch, dass ihr euch spätestens bei der Übergabe seiner Papiere wiederseht. Ob er das auch weiß? Ich weiß nicht, wie ich dann auf ihn reagieren werde. Wie meinst du das? Wahrscheinlich werde ich ihm erst mal ein paar scheuern. Bärbel. Was? Du willst ihm doch nicht wirklich ein paar scheuern. Natürlich nicht. Wahrscheinlich werde ich ihm in die Arme fallen und all meiner Enttäuschung vergessen und vergeben. Da wird wahrscheinlich die Liebe wieder stärker sein als die Vernunft. Na, hoffentlich nicht. Ich muss mir selber einfach mal ein paar scheuern. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ach, es geht so. Und du? Ich schon. Du bist spät von deinem Spaziergang zurückgekommen. Ja, ich war noch bei Matthias. Ich soll dich lieb von ihm grüßen. Danke. Judith, es tut mir leid, dass ich gestern so gereizt war. Seitdem wir wieder da sind, bist du öfter mal gereizt. Ja, ich weiß. Es ist nur... Schon vergessen. Was hältst du davon, wenn wir beide heute Abend ausgehen? Klingt gut. Was schlägst du vor? Wir könnten zu unserem Lieblingsfranzosen gehen. Gern. Und vorher machen wir noch einen kleinen Stadtbummel? Oh, oh. Kurz. Ich freue mich. Oliver war gestern Abend noch ziemlich lange hier. Hab ich gemerkt. Ich bin überm Warten auf dich eingeschlafen. Er war sehr nachdenklich. Was hat er denn? Es geht um Bianca. Die beiden kommen auch nicht zur Ruhe. Stimmt. Jetzt hat Oliver Bianca sogar gesagt, dass sie Pascal heiraten soll. Und was hat Bianca gesagt? Na, angeblich nicht viel. Hoffentlich tut sie es nicht. Hast du immer noch was gegen Pascal? Ich finde einfach, dass Bianca und Pascal nicht zusammenpassen. Da könntest du recht haben. Ich fürchte, dass Bianca aus Liebeskummer voreilige Entscheidungen treffen könnte. Es kommt schon vor, dass man komische Sachen macht, wenn man unglücklich ist. Was ist denn plötzlich mit dir los? Ich weiß nicht, ich habe gerade voll den Liebesflash. Den Liebesflash? Ja. Dagegen habe ich nichts, aber kriege überhaupt keine Luft mehr. Entschuldige. Mir ist gerade nur bewusst geworden, wie klar und einfach unsere Beziehung ist. Wieso klar und einfach? Ich liebe dich. Du liebst mich. Da gibt es keine Geheimniskrämereien, keine Dramen. Einfach nur uns. Na, Schlappschwanz? Obacht, Kathi. Na, ist doch wahr. So viel ich mitbekommen habe, hast du Bianca immer noch nicht flachgelegt. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Ich glaube auch nicht, dass du überhaupt noch bei ihr landen wirst. Abwarten. Lass uns doch einfach den Tatsachen ins Auge sehen. Mit Bianca wird das nichts mehr. Warum machen wir nicht einfach Ariane fertig? Wieso Ariane? Das fragst du noch. Sie hat dich und deine Mutter von hier vertrieben. Ja, aber was hast du davon? Wer weiß. Vielleicht kann ich ja ihren Platz einnehmen und Alexander heiraten. Ich glaube, das stellst du dir ein bisschen zu einfach vor. Wer weiß. Hast du einen Plan? Ich werde mir was einfallen lassen. Mach das. Schön, dass wir beide das Gleiche wollen. Ich will diese Familie zerstören und mir nehmen, was mir zusteht. Ich weiß nicht, was du willst. Ich sag doch, schön, dass wir beide das Gleiche wollen. Ach, jetzt bin ich aber auf deinen Plan gespannt.
In der Zwischenzeit werde ich mich auf alle Fälle, falls du erlaubst, um Bianca kümmern. Mach das. Schlappschwanz. Ich sage Ihnen schon Bescheid, wenn irgendetwas fehlt. Ich weiß. Aber es gehört trotzdem zu meinen Aufgaben, regelmäßig das Inventar in diesem Haus zu prüfen. Wenn Sie meinen. Wie geht's Ihnen denn heute? Wie es einem halt so geht. Naja, es wird schon. Wenn Markus wegen seiner Arbeitspapiere auftaucht, dann sagen Sie mir noch Bescheid, oder? Natürlich. Und Sie lassen ihn auch nicht eher gehen, bevor ich mit ihm gesprochen habe. So gegen seinen Willen kann ich ihn natürlich nicht festhalten. Aber ich werde mein Bestes geben. Danke. Es ist nur, weil... Ja? Ich will nicht gerade weg sein, wenn er hier auftaucht. Und ich wollte mich noch mal bei Ihnen für gestern Abend bedanken. Wofür denn? Nur fürs Zuhören und für Ihre Offenheit, dass Sie mir erzählt haben, wie Sie sich nach der Trennung von Ihrer Frau gefühlt haben. Ach ja, also, ich wollte vielleicht, Sie sollten wissen, dass Sie nicht allein sind. Ich muss jetzt wieder weitermachen. Ich hoffe, Pascal macht sich keine falschen Hoffnungen in Bezug auf Bianca. Wie kommst du darauf? Sie hat seinem Heiratsantrag immer noch nicht zugestimmt. Guten Morgen. Guten Morgen, Kathi. Darf ich? Ja, natürlich. Wir sprechen gerade von Bianca und Pascal. Lasst euch von mir nicht stören. Also, ich bin mir sicher, dass Bianca Pascal mag. Sie wird sicher ihre Gründe haben, warum sie seinem Heiratsantrag noch nicht zugestimmt hat. Bianca ist halt etwas schüchtern. Sie ist vollkommen verrückt nach Pascal. Hat sie dir das gesagt? Ja, sie redet unentwegt von ihm. Ist das nicht toll? Wenn die beiden heiraten, dann sind wir alle miteinander verwandt. Ich finde, jetzt, wo wir fast Schwägerinnen sind, sollten wir uns duzen. Was meinst du, Judith? Gerne, Kathi. Schön. Weil ich dir nicht böse sein kann. Ich habe dich gestern Abend ganz schön vermisst. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht versetzen. Ich habe dir doch schon verziehen. Aber wenn du vielleicht heute Abend Lust hättest auf ein Glas Wein am Kamin. Ich weiß noch nicht. Das heißt nein. Ach, Bianca, ich will dich doch zu gar nichts zwingen. Aber ich werde trotzdem auf dich warten. Falls du dir's anders überlegst. Irgendwie tut er mir leid. Der ist auch unglücklich verliebt. Und er wird auch hingehalten. Bisher mochte ich ihn nicht, aber naja, vielleicht ist er doch nicht so übel.